Fälle, die wir auch in den letzten Jahren leider schon öfter gesehen haben, stellen immer ein besonders großes Problem für die Glaubwürdigkeit der Politik dar. Im Fall Lauterbach, wie bewerten Sie das Ganze, das ja jetzt doch auch schon einige Jahrzehnte her ist? Also Sie wissen ja, ich bin vom Beruf Strafverteidiger und deshalb tue ich mich schwer mit der Beurteilung von Sachverhalten, deren Faktenlage nicht ganz klar ist. Ich finde es schön, dass die Welt das jetzt recherchiert hat. Aber vielleicht darf ich das mal abstrakt sagen. Beschönigungen und Übertreibungen im Lebenslauf rechtfertigen in aller Regel eine fristlose Kündigung. Sie sind auch strafrechtlich relevant, auch zivilrechtlich relevant. In diesem Fall spielt Strafrecht keine Rolle, weil es lang genug her ist. Aber in der Tat zeigt es dann offensichtlich Charaktermängel, wenn es denn so wäre.